Und wer sind wir heute? Colt Sievers und Howie Mansen. Oh Gott. Also, wer weiß, wie diese Serie hieß? Ein Ab in die Kommentare. Punkt für eine Fälle, für alle Fälle, der hat eine Trainerstunde bei dir gewonnen. Ja, bei dem Vorspann lacht er doch immer in der Badewanne. Das erinnert mich so ein bisschen an dich. Ja, Tennis Point-Mitarbeiter und Kopfgeldjäger. Was haben wir dabei? Welches Thema? Jetzt gehen wir mal das Thema an, das ist immer so ein bisschen stiefmütterlich bei uns, ne? Ja. Power-Komfort würde ich das nennen. Ja. Power-Komfort-Rahmen. Und da gibt es ganz, ganz viele potenzielle Kunden, ja, auf die das eigentlich zutrifft. Und da hast du völlig recht, wir haben das ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Deswegen heute mal diese Art von Tennisschlägern. Was hast du herausgesucht? Ich habe nochmal wirklich, weil es damals so eine Welle losgetreten hat. Schönen Gruß an Chris Miele, unseren CEO. 30 Jahre ist das hier fast her mit den Schlägern. Und wir haben damals, hatte ich noch einen eigenen Shop, wir haben zusammengearbeitet und wir wussten echt nicht, wie wir die Schläger rankriegen sollen, weil so eine Nachfrage war, diese Titaniumwelle. Jeder dachte, oh, ich muss einen Schläger mit Titanium spielen. Keiner wusste, wo es Titanium ist, aber jeder wollte es haben. Ja. Deswegen ja auch TI. S6. TI-S6, ja. Titanium. Titanium, richtig. Jetzt hast du gerade von fast 30 Jahren gesprochen. Also das ist unglaublich, dass ein Schläger oder eine Schlägerserie so viele Jahre immer wieder neu aufgelegt wird, neu produziert wird. Und ich glaube, das spiegelt das wieder, was du gerade gesagt hast, wie erfolgreich das bis zum heutigen Tag immer noch ist. Es kommen immer noch Kunden rein, die sagen, ich habe den, dann sind die so froh, dass ich sage, den habe ich doch in neu für Sie noch. Brauchen Sie keinen anderen Schläger? Ja. Den nehmen wir 1:1 immer den gleichen Schläger wieder. Das ist sehr wird immer wieder aufgelegt in sämtlichen Varianten. Der Knaller ist ja, ich glaube, der wiegt ungefähr halb so viel wie mein Tennisschläger. Ja. Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, je nachdem, welche Seite. Also inklusive B-Seitung wird da knapp bei 240 Gramm liegen. 225 ja, netto, ne? Ja. Das ist Balance, schon, ne? Oh, ja. Klar, wenn er so leicht ist, muss er was vorne drin haben. Ja, wo findest du den an? Unsere beiden Schlägertypen, wenn ich morgens auf der Anlage trainiere, sehe ich viele ältere Herrschaften, die ein Döppelchen spielen, die noch ein geiles Spielverständnis haben, ne, die Bock auf Tennis haben, aber sagen, okay, ich habe halt nicht mehr diese Power. Die machen viel mit dem Auge, machen kurze Schwünge und kriegen das Ding hiermit hervorragend bewegt. Ne? Das gleiche gilt für den Wilson. Auf den auch. Gehen wir gleich ein. Ne? Vorne, klick, klack, der Volley ist drin. Da sehe ich ihn. Ich sehe ihn aber auch viel bei Damen, die wirklich dünne Ärmchen haben und Power brauchen. Ja. Ne? Da sehe ich den oft auf dem Platz, immer wieder gern genommen. Das ist ein toller Schläger. Kommen wir mal zu dem hier. Wilson Triad 3. Ich stelle sie mal so nebeneinander, dann seht ihr beide sehr, sehr große Schlagflächen. Jetzt hat deiner sogar eine minimal größere Schlagfläche. Also wir reden hier jetzt von einem 115er Kopf bei dir und bei mir von einem 113er Kopf. Einmal gehört, wieder vergessen. Man sieht es ja rein optisch schon. Auch super leicht, 264 Gramm. Auch viel von dem geringen Gewicht allerdings dann nach vorne verbaut. Damit genau wie du es gerade sagtest, das mit dem Schwingen halt leicht fällt, auch für denjenigen, der vielleicht nicht viel Kraft hat, ganz einfach zu handeln. Normal offenes Beseitungsmuster, 16x19, einfach zu spielen. Und hier vielleicht eine Besonderheit, ich hoffe, das kommt ganz gut rüber, dass in dieser Schlägerserie der Kopf quasi aufgesetzt ist und hier und dort ja, geklebt und gleichzeitig gedämmt ist, damit, wenn der Aufprall des Balles erfolgt, quasi gefühlt, es geht immer ein bisschen was durch, also Vibration kann man nie 100% abfangen, aber gefühlt, eigentlich hier gar nichts mehr ankommt. Und da sehe ich dann auch, gilt aber für deinen Schläger genauso, vielleicht den oder diejenige, wo vielleicht schon mal eine Schulter-OP, keine Ahnung was, Armschmerzen, Tennisarm, alles, was so dazu gehört. Trotzdem gerne bitte weiterspielen, aber suchen halt einen Schläger, der sie halt nicht mehr so sehr fordert oder die Muskeln, die Bänder, die Sehnen zu sehr strapaziert. Funktioniert enorm gut. Tolles Feedback von den Kunden, von denjenigen, die sich den Schläger geholt haben und spielen. Und auch für Trainer. Ja. Eine ganz gute Geschichte. Die super. Jungs, die 8 Stunden auf dem Platz sind auch, ne? Und dann einfach einen leichten Schläger haben, wo sie den Ball kontrolliert und schön hinten zurückbringen können. Super ohne, Idee. Ohne die viele, viele tausend Volleys in der Woche spielen müssen und auch nicht das mit einem zu schweren Schläger machen wollen. Super Idee. Habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Auch da vielleicht mal interessant. Schnuppert mal rein. Da habe ich den einen oder anderen Trainer, der mir dann aber sagt, du, ich habe aber 6, 7, 8 oder 10 Einzelstunden mit richtig guten Spielern auf der anderen Seite. Da kann ich dann nicht so mit dem Spin antworten. Was sage ich denen dann? Weil grundsätzlich ist deine Idee super. Ne? Grundsätzlich ist die Idee super. Natürlich, du kannst den Schläger auch mal als Trainer wechseln. Ja. Ne?
Und auch den Leuten mal demonstrieren oder deinen Kunden und Schülern mal zeigen, guck mal, es gibt den oder den Schläger, ne? Der reagiert so. Ich als Trainer nehme jetzt zum Beispiel hier mit den Hardhittern, nehme ich den schwereren, damit ich ein bisschen mehr blocken kann. So, bei euch, damit ihr nicht ganz so hart spielt, ist es für mich angenehm, mit so einem leichten Schläger immer ja. wieder den Ball hinzuführen. Also da gibt es auch viele, viele Möglichkeiten. Dreh deinen nochmal um, weil eine Sache unterscheidet sich ja noch. Bei mir sind die Längsseiten gerade. Bei dir sind die Längsseiten so ein bisschen aufgefächert. Ich habe mal, glaube ich, in einem Video gesagt, wie so ein Fanghandschuh, der sich da oben auftut. Genau, die gehen etwas weiter nach oben. So auseinander. Der Sweet Spot wird vergrößert und darf man auch nicht unterschätzen, das Ding nimmt richtig Spin an. Ne? Ja, oder Leute, die Slice spielen. Ältere Semester, die gerne einen Chip and Charge spielen. Das heißt, ne, drücken den Ball rein, gehen ans Netz, volieren ab. Die haben eine super Führung. Und die haben vor allen Dingen Reichweite. Der Schläger ist länger, der ist genau. 70 cm, glaube ich. Ne? Deiner ist minimal noch länger als meiner, ja. Aber das ist schon Überlänge, also auch ein Reichweitenvorteil in Kombination mit der großen Schlagfläche. Also viele, viele Eigenschaften, die das Handling haptisch, Chip and Charge, Volley, ja. Ich sage immer so nett, Volley eingebaut, Slice eingebaut, das macht schon wirklich viel Spaß. Also nicht jeder muss, wenn der Arm mal schmerzt, sofort die Flinte ins Korn werfen und sagen, Tennis kann nicht mehr mein Sport sein. Auch da gibt es Alternativen. Das sind zwei davon, aber zwei richtig gute. Jetzt bei dir finde ich doch unfassbar, da müssen wir drauf eingehen. Preis-Leistung. Ja, gut, das dürfen wir jetzt nicht sagen, was er kostet. Guckt es euch bitte mal an. Guckt es euch an, aber ich weiß, dass das Ding früher 400 D-Mark gekostet hat. Ja, also da sind wir weit von entfernt gerade. Das ist eine super Alternative. Geh mal auf die Seite ein. Ja. Also hier bitte, ne, wenn ihr so einen Komfortrahmen spielt, da würden wir ungern eine Polyester drauf sehen. Maximal eine Hybrid. Aber wenn ihr einen Komfortrahmen spielt, dann bitte auch eine komfortable Seite drauf, eine schöne Sensation zum Einstieg oder eine Technikfieber. Bin ich voll bei dir, ja. Sage ich in meinen Beratungen auch immer, man kauft sich ja nicht eine rückenschonende Matratze und legt sie in eine Betonplatte drunter. Also die Harmonie-Seite zum Schläger, das solltet ihr bitte unterstützen. Und hier ist das Tolle, dass es bei beiden Schlägern werkseitig bereits der Fall ist. Ja, ich habe hier eine wunderschöne Synthetik-Gut drauf und auch in Europa beseitet. Also jetzt nicht von Shipping oder irgendwas, die werden hier gemacht. Fühlst du auch, guck mal. Ist auch mal noch was drauf. Ist schön was drauf, muss nicht runtergeschnitten werden. Wilson Sensation, Multifilament. Ja. Passt. Also aus meiner Sicht, Folie runter, Pappe raus, Griffband drum, ab auf den Platz. Ja. Also einfacher geht es eigentlich nicht. Viel Spaß demnächst, vielleicht mit einem von diesen beiden Schlägern. Es gibt natürlich auch noch den einen oder anderen komfortablen Schläger, aber das sind so, finde ich, wirklich zwei Highlight-Rackets. Genau. Das darf man wirklich machen. Wir werden demnächst mal auch eine Sondersendung machen, Geheimtipps. Wo wir sagen, wir bringen jetzt mal ein paar Schläger und ein paar Marken, die sonst nicht so im Fokus sind, ja. Und holen euch dazu mal ein bisschen ab. Das wird ja auch oft gewünscht. Heute waren wir noch mal etwas Head- und Wilson-lastig. Aber auf Seiten werden wir auch noch mal eingehen demnächst. Ja, ne? Seiten auf jeden Fall. Oder welche Seiten? Da werden wir es aber auch einfach halten. Ja, genau. Sonst machen wir euch verrückt. Viel Spaß. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Gerne einen Kommentar schreiben. Daumen nach oben da lassen. Vielleicht den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Würde uns sehr freuen. Bis demnächst. Danke dir, Patrice. Alles Gute. Advantage. Ciao. You.